Okay, es ist soweit. Ich habe mir auch die BattleTech Essentials Box geholt. Tja, da ist jetzt hier die BattleTech Essentials Box. Das Erste, was uns natürlich auffällt, der Preis. Okay, können wir nichts dafür. Ist ein exklusives Produkt für Target und dementsprechend kommt das nicht in den normalen Handel, sondern ist nur über die zu beziehen. Und ja, dann kommen eben halt die ganzen Kosten noch hinzu. Mehrwertsteuer, Zoll etc. pp. Und die extrem hohen Versandkosten. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir uns mal die Box ein klein wenig an. Ja, vor uns sehen wir jetzt alles, was in der BattleTech Essentials Box drin ist. Wir haben zum Beispiel einen Gutscheincode. Heute seht ihr den Code mal nicht. Ich habe daraus gelernt. Dankeschön für eure Hinweise. Das war ein kleiner Fehler von mir. So, dann haben wir natürlich dann hier die Datenbögen, die Beginner-Datenbögen oder Record Sheets. Dabei ist der berühmt-berüchtigte Rifleman. Hinten ist dann nochmal die gesamte Beschreibung zu dem Mac. Ein Thunderbolt ist dabei. Der Wolverine und natürlich der Centurion. Inklusive wieder Beschreibung. Des Weiteren gibt es hier die Pilotenkarten oder Pilot Cards. Wir haben hier Justin Xang Alla dabei, Anya Tyrell, Chaka Mobutu und natürlich dann noch Gray Norton. Die zwei sind mir geläufig, der Rest ja nicht. Ich finde es schade, dass man hier nicht noch ja, Kai Alat-Liar mit hineingebracht hat. Also sozusagen wieder zwei Zeitschienen. Also normal Nachfolgekriege und dann eben halt die Clan-Version oder so. Ne? Okay, weiter geht's. Zwei Würfel, logisch. Eine Kurzgeschichte von Michael A. Stackpole. Dann habt ihr noch ein paar Pappkameraden. Ich habe dann natürlich noch die beiden anderen Macs, den Wolverine und den Thunderbolt, falls ihr den nicht dabei habt. Die Marker für die Steiner Arena, für die Wände. Bisschen ja, Waldbusch, wie auch immer. Das war's dazu. Dann haben wir hier noch den ganz normalen einen kleinen Guide in der Sphäre. Da ist aber nicht allzu viel dabei. Ne? Nur noch mal die Karte und die Häuser. Interessanter wäre dann hier. Haben wir hier die Schnellstartregeln, die bekannten. Also auch hier wieder sehr schön ausgeführt und dargestellt. Finde ich immer wieder toll, wie die das machen. Und zusätzlich haben wir dann noch hier ein paar Arena-Regeln, passend zu unseren Karten. Hier wird das nochmal erklärt mit den ganzen Wänden, die hoch und runter fahren in der Steiner Arena. Wir haben hinten dann auch die Vor- und Nachteile der einzelnen Ställe. Zum Beispiel Promise Stables, die haben plus 1 bei der Initiative, also ein Initiative-Bonus quasi. Was hat Tantric? Minus 1 bei den Zielmodifikatoren, also die treffen zum Beispiel besser. Also finde ich nicht schlecht. Und wie gesagt, hier unsere Karten. Also die interessanteste ist für mich die Steiner Arena. Hier haben wir dann auch die unterschiedlichen Wände, die hoch und runter fahren, also die Sektoren. Das ist dann auch dort drüben nochmal erklärt, also in den Solaris-Regeln, wie das abzulaufen hat und welche Wand wann oben ist. Als Mac haben wir natürlich hier den Centurion dabei. Auch dieser ist wieder innerhalb der bekannten Qualität verarbeitet, also eigentlich recht vernünftig. Hier oben ist ein bisschen was, aber nicht schlecht, ne? So schaut er dann halt aus. Dann hier noch unser Rifleman, der Kampfschütze. Auch dieser 1A verarbeitet. Passend zur Box. Nicht schlecht. So, das war jetzt unsere Box. Wir hatten mal kurz reingeschaut. Wie gesagt, es gibt da auch einen Gutschein über $20. Das hatte ich ja gar nicht so richtig ausgeführt. Den könnt ihr bei Catalyst direkt einlösen. Wenn ihr mal zum Beispiel ein neues PDF benötigt, einfach aufheben und dann bei Bedarf einfach einlösen und eben halt kaufen. So was ist mir aufgefallen. Definitiv finde ich nicht in Ordnung, diese neuen Record Sheets oder Datenbögen. Die sind ziemlich dünn und ich weiß auch gar nicht, ob die unbedingt wieder beschreibbar sind. Also es empfiehlt sich, diese zu laminieren oder in eine entsprechende Klarsichthülle zu stecken, um dann eben halt auf diesen drauf zu schreiben oder eben halt, wer kopieren kann, einfach nochmal kopieren. Das ist halt etwas schade. Die sind total dünn geworden. Ansonsten ist das eine ganz coole Box. Man kann da nichts sagen. Wie gesagt, man hat hier vier Macs insgesamt dabei, mit denen man spielen kann, auch wenn nur zwei physisch dabei sind und die anderen zwei Pappkameraden sind.
ist für eine Einsteigerbox okay. Wenn ihr jetzt sagt, okay, der Preis, ja, ist hoch, aber wenn wir den normalen Preis, ich muss mal hingucken, der steht hier nicht drauf, aber ich schätze, ah, na, doch, hier hinten stand da, $25 etwa, geht für mich in Ordnung, weil man bekommt trotz alledem eine ganze Menge hier zu Beginn dazu. Wer jetzt die neuen Datenbögen braucht, die größeren, der findet diese auch bei Catalyst Games auf der Seite und dort kann man sich die richtigen großen Record-Sheets mit downloaden. Denkt aber auch dran, ihr habt hier in den Quick Start Rules noch nicht alle Regeln, die bräuchtet ihr dann natürlich dann auch, zumindest für die Wärme und so weiter. Also soweit ich weiß, dürft ihr keine Wärme mit drinne sein. Ah, und hier auch noch ganz cool, hinten ist nochmal mit eingearbeitet, wie man die Pilotenkarten zu verwenden hat. Dürfte auch bei Alphas 3 funktionieren zum Beispiel. Da macht diese Box Sinn, natürlich für einen Anfänger sowieso. Und ich finde hier auch die Arena-Karten ganz gut. Hier zum Beispiel die Steine-Arena und vorne haben wir noch, wie heißt das genau? Oh, da steht hier gar nicht drauf. Also auf jeden Fall habt ihr da auch nochmal eine Sonderkarte und könnt auch mit der spielen, wenn ich es rausgefunden habe, wer das ist. Muss ich dann auch nochmal einfach hier mit reintickern. Tja, immer diese schlechte Vorbereitung. Wenigstens habe ich heute den Code nicht angezeigt, den ich letztens mit dabei hatte. In diesem Sinne, Dankeschön, dass ihr hier gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und wer Interesse an dieser Box hat, ja, ist teuer, aber ich finde, die lohnt sich schon irgendwie. Also, macht's gut, Leute. Tschüss.